Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung. Zu einer Produktvorstellung mit einem Upgrade, sagen wir es mal so. Es geht sich um einen Abschäumer der Firma Aqua Vikove. Er ist schon bekannt und er hat ein Upgrade gekriegt. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja, Leute, danke fürs Dranbleiben und ich würde mal sagen, wir gehen nochmal direkt in Medias Res. Es geht sich um den Abschäumer der Firma Aqua Vikove I130. Wer sich erinnert, blende ich euch nochmal kurz oben ein mit. Da habe ich schon mal eine Serie zu gemacht und wer sich daran erinnert oder die geschaut hat, weiß, dass ich in dieser Serie in Anführungszeichen mokiert habe, ne, das ist eine 220-Volt-Pumpe. Genau das wurde jetzt an diesem Abschäumer geändert. Es ist eine regelbare DC-Pumpe reingekommen und das macht das Ganze jetzt dann im Endeffekt so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ja, Leute, das Nadelrad, was hier drin verbaut ist, ist auch ein besonderes. Einmal ist die gesamte Läufergruppe, wie wir das von AquaBee kennen, sehr hochwertig gebaut. Also sprich, der Anker ist eingegossen. Wir haben Keramikachsen, die extrem hart sind und somit sehr, sehr langlebig sind. Die Lagerbuchsen, die sind auch nochmal zusätzlich entkoppelt durch Gummipuffer bzw. Gummimuffen, die auch eigentlich unkaputtbar sind. Und der Clou an der ganzen Sache ist, das Nadelrad an sich ist auch noch aus einem speziellen Kunststoff produziert, gegossen, gespritzt, weiß ich jetzt gar nicht. Es ist ein anderer Kunststoff. So. Und dieser Kunststoff ist das POM, das Polyoxymethylen. Dieser Kunststoff ist ziemlich hart oder sehr viel härter als das Polyethylen, wo normalerweise die entsprechenden oder sehr oft die entsprechenden Nadelräder draus gegossen werden. Er hat auch den Vorteil, dass er wohl, ich sag's mal, den Schaum bzw. die Blasen selber beim Zerschlagen etwas mehr mit Statik versieht, mehr auflädt, so dass wohl dann im Endeffekt auch ein besseres Schaumbild zustande kommt. Wir werden es sehen. Ich habe ihn jetzt schon seit einigen Tagen in Gebrauch und ja, was soll ich sagen? Ich kann mich eigentlich nicht genug beschweren. Es ist genau das umgesetzt worden, im Endeffekt, was ich damals gesagt habe. Der Abschäumer an sich ist sehr, sehr gut. Der ist klasse verarbeitet. Wir haben sehr hochwertige Materialien. Wir haben ein ziemlich dickes Acrylglas, was mir damals auch schon aufgefallen ist. Beziehungsweise jetzt ist es mir noch mehr aufgefallen, wo ich den Vergleich zu anderen Abschäumern wie den Rezi oder andere Abschirme habe. Also das Fakt ist, dieses Material ist extrem dick. Es ist sehr, sehr haltbar. Habe ich auch nochmal nachgefragt. Er ist definitiv freigegeben für Ozon. Ja, und was natürlich ganz extrem rausgehoben werden wird von mir hier, ist, dass er komplett ohne Werkzeug zerlegbar ist. Wir haben auf der Unterseite des Abschäumers haben wir sechs kleine Ränderschrauben. Wir haben die dann dementsprechend gelöst werden. Dann brauche ich das Ganze nur verdrehen. Vorne die Ansaugung für die Luft abziehen vorher natürlich, klar, sonst kriege ich den nicht auf. Und dann brauche ich ihn verdrehen und kann den ganzen Body inklusive aller angebauten Teile ohne Probleme abnehmen. Das finde ich eine sehr, sehr geile Sache, dass es so gelöst ist. Was auch sehr schön ist im Endeffekt, dass ich dann ohne Probleme an alle Materialien weiter drankomme, wie zum Beispiel die Pumpe, ist sehr einfach abzunehmen. Die wird im Prinzip vorne durch diesen Deckel gehalten. Also sprich, wenn ich den auf den Schwalben, auf die Halterung aufgesetzt habe, kommt der Deckel vorne drauf und der Deckel an sich wird nochmal zusätzlich ja gehalten durch die Ansaugöffnung bzw. die Ansaugdüse, die rote, die auch noch zusätzlich mit entsprechenden Gittern versehen ist, dass sie nicht ja,
dass da keine Schnäckchen und ähnliches rein können. Das ist ja zum Beispiel das Problem, was ich im großen Becken habe. Da habe ich ja im Technikbecken hier und da ein paar Täubchenschnecken. Und diese Ansaugung ist natürlich dann erstmal davor geschützt. Somit ist auch mein Nadelrad geschützt und meine Abschäumerleistung ist erstmal definitiv besser, weil ich nämlich auch ja, ich sag mal, die Ansaugung unten ohne Probleme schön sauber halten kann. Ich brauche nur außen dran vorbeistreichen, nur mal kurz rausziehen, einmal abkratzen, wieder reinstecken, läuft. Also keine große Hexerei. Bei meinem alten Abschäumer, den ich im großen Becken im Moment noch am Laufen habe, muss ich das Ding komplett auseinandernehmen, weil da unten kein Schutzgitter davor ist und die Schnecken durchgehen bis kurz vor die Ansaugung und sich dann da festmachen. Aber dann muss ich dann da halt an der Stelle irgendwie hinpacken. Aber ist jetzt nicht Thema dieses Videos. Fakt ist, so wie der Abschäumer jetzt hier aufgebaut ist und wie ihr ihn hier im Hintergrund auch seht, ist er definitiv ein richtig geniales und hochwertiges Gerät. Pumpengehäuse ist wie man es von Aquabee kennt, hier aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Definitiv auch so ein Ding, was unkaputtbar ist. Ich selber habe damals einen alten H&S-Abschäumer gehabt, da war eine UP 2000 dabei, also eine 220 Volt UP 2000. Die Dinger, die kriegt man nicht kaputt. Die laufen und laufen und laufen. Okay, wenn dann mal eine Läufergruppe dann mal den Geist aufgibt nach Zeit X, ja, dann wird sie eben ersetzt und dann läuft die Pumpe weiter. Und genauso gehe ich davon aus, wird das hier auch der Fall sein. Ja, Leute, was soll ich euch noch groß sagen? Getestet habe ich das Gerät im Prinzip schon, allerdings natürlich mit der anderen Pumpe. Fakt ist aber, die Pumpe, die jetzt drin verbaut ist, die UP 2000/1 Skimmer. Skimmer bedeutet, dass da dieses Nadelrad drin ist, ist sowas von laufruhig und vor allem auch. Ruhig und vor allem auch laufstabil. Das heißt, ich stelle die einmal ein und das Ding hält seine Leistung. Ja, ich kann den Wasserstand einstellen, ich kann dann anschließend die Leistung der Pumpe einstellen und das läuft durch. Also es gibt schon mal Pumpen, sage ich jetzt mal, ohne da jetzt irgendwelche Hersteller zu nennen, da schwankt die Leistung. Das ist mal ein bisschen mehr, dann ist was weniger. Bei dieser Pumpe definitiv nicht. Also ab und zu muss man sie natürlich dann auch mal reinigen. Wir werden das mal nach 4 oder 5 Wochen machen. Also so lange lasse ich ihn ungereinigt mal durchlaufen. Dann gucken wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Aber alles in allem, ja, was soll ich dazu sagen? Das Ding, das läuft wie ein Uhrwerk. Was auch noch zu erwähnen ist, da das Ganze auf 24 Volt Basis läuft, brauchen wir natürlich ein Netzteil. Hier ist auch ein sehr hochwertiges Meanwell-Netzteil verbaut, blende ich euch auch nochmal eben kurz ein. Steht auch dafür, dass Qualität hier benutzt wird, also sind keine in Anführungszeichen günstigen Netzteile da wird. Also, aber Fakt ist, ich kaufe diesen oder ich lege mir diesen Abschäumer einmal zu und dann habe ich Qualität gekauft und dann muss ich mir erstmal keine Sorgen mehr machen. Was ich an dem Abschäumer hier auch sehr schön finde, was auch drüben in meinem großen Becken ist, wir haben einen Ablass, der unten am Schaumtopf dran ist. Da kann ich dann im Prinzip hingehen, stoppen raus, einmal ausleeren, stoppen wieder drauf. Wobei, ja, wer mein Video gesehen hat über den Abschäumer an sich, weiß, dass das Steigrohr ja auch regelmäßig gereinigt werden sollte. Kommt drauf, dann jetzt im Endeffekt darauf an, was man dann gerne machen möchte. Fakt ist, dieses Gerät, so wie es jetzt hier steht und bei mir im Projektbecken jetzt läuft, ist, also ganz ehrlich, ich war damals schon von diesem Abschäumer begeistert, bis auf diese Kleinigkeit mit der Pumpe. Jetzt mit der neuen Pumpe lässt er sich wunderbar einstellen. Ich habe auch damals ja
hier und da bemängelt, dass der zum Anfang so ein bisschen die Blasen rausschmeißt. Okay, neues Gerät macht sowas immer, klar, logisch. Aber das hat er jetzt mittlerweile auch schon komplett eingestellt. Wenn man sich an die vorgegebene Wasserhöhe, den Wasserstand hält, blende ich euch gleich mal kurz ein. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich glaube 18 bis 22, 16 bis 22 Zentimeter, dann passt das wunderbar. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, auf. Nee, weiß ich nicht. Blende ich euch auch ein. Die Wasserhöhe, diesen Wasserstand, den habe ich mir durch ein kleines Podest gemacht. Da lief der am besten und ich habe am wenigsten Blasen im Endeffekt raus, unten kam raus zu dem Zeitpunkt. Alles in allem super top. Ja, Leute, was soll ich euch noch großartig über das Ding erzählen? Ihr seht selber, er ist einfach aufgebaut, er ist einfach zu zerlegen, er ist einfach zu reinigen. Simpel, aber effektiv. Aus hochwertigen Materialien. Ich habe den damals schon gut gefunden. Jetzt mit der regelbaren Pumpe finde ich ihn sogar noch besser. Ich würde sagen, ich haue euch gerade eben noch mal ein paar technische Daten um die Ohren. Die muss ich übrigens ablesen. Die habe ich nicht im Kopf. Größe des Abschäumers, also damit ihr mal die Dimensionen seht, weil ihr habt ja auf dem Bild gesehen, dass er eigentlich nicht gerade klein ist. Breite 160, Länge 245, Höhe 500. Bei der Höhe müsst ihr noch 38 mm dazu rechnen. Die werden benötigt, wenn ihr den Schaumtopf abnehmen wollt. Ich habe das Problem damals, glaube ich, gehabt, als ich den in meinem alten Becken drin hatte. Ich glaube, ich kann ich euch nochmal einblenden. Da hatte ich oben noch ganz wenig Platz. Also das war recht eng. Entschuldigung. Daher, also darauf achten, dass ihr genug Platz nach oben habt. Ja, die Pumpe selber, UP 2000-1 Skimmer, ist ja eine gute, regelbare Pumpe, die ihre Leistung konsequent hält. Sie ist leise durch die Keramiklager, sie ist widerstandsfähig gebaut durch durch dieses Kunststoffgehäuse, was sie hat, also dieses extreme glasfaserverstärkter Kunststoff, genau. Das Ding ist stufenlos regelbar von 0 bis 22 Watt. Wir haben ein extrem gehärtetes oder extrem hartes, so war es, ein extrem hartes POM-Nadelrad. Die Zuleitung für die Pumpe hat eine Länge von ungefähr 2 Metern, also sprich von der Pumpe bis zum Controller. Am Controller selber geht es dann nochmal, müsste ich jetzt nachmessen, reiche ich euch nach, geht es dann zum Netzteil. Das Netzteil ist von Meanwell, also ein hochwertiges Netzteil. Ja, und dadurch, dass es eine DC-Pumpe ist, durch die Keramiklager, durch den Gleichstrom, der halt verwendet wird, ist diese Pumpe auch extrem laufruhig, laufstabil ist sie sowieso. Da hat Aquabi relativ lange für gebraucht, sage ich jetzt mal, aber trotz alledem definitiv, das Ding ist gut geworden. Also das, was ich bis jetzt hier gesehen habe an Leistungen, lässt sich wunderbar einstellen, kann ich nur sagen, Daumen hoch. Und ja, ich würde mal sagen, ich lasse das Ding mal laufen und in 4, 5, 6 Wochen schauen wir uns das Ganze nochmal an. Dann mache ich so ein kleines Zwischenreview, kurz und knackig, wie ihr es von mir kennt. Dann schauen wir nochmal über den Abschäumer drüber, wie er so aussieht, was er gemacht hat. Ihr seht auch im Hintergrund schon, dass er ihn sehr eigentlich gut rausholt, so wie ich ihn im Moment eingestellt habe. Er soll ja nicht zu viel rausholen, weil das Epoxid verbraucht ja sowieso einen Großteil des Materials. Ja, alles in allem. Würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und in diesem Sinne, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper. Ciao.